Kippen in Shavasana, der Rücken in Spannungslage. Deine Beine leicht geöffnet, die Arme seitlich vom Körper abgespreizt, die Handflächen nach oben ausgerichtet. Entspanne den ganzen Körper. Bring die Hände vor deinen Brustraum in die Gebetshaltung Namaskara Mudra. Schließe gern deine Augen, wenn du sie geöffnet hast. Wir beginnen mit einem Mantra. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Führe uns von der Unwirklichkeit zur Wirklichkeit, von der Dunkelheit, der Unwissenheit zum Licht der Weisheit, von der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit. Wir spannen nun den Körper der Reihe nach an und entspannen ihn mit der Ausatmung. Spür deine beiden Beine, deine Füße. Mit der nächsten Einatmung spann beide Füße, beide Beine fest an. Anspannen, anspannen. Und ausatmend entspann. Füße, beide Beine. Bring die Aufmerksamkeit zu deinen Zehenspitzen. Streck sie jetzt ganz weit auseinander und spann die Fußgelenke, deine Wadenmuskeln fest an. Zieh die Kniescheiben nach oben, spann deine Oberschenkel an und spann die Gesäßmuskulatur an. Atme hier weiter, anspannen, anspannen und mit der Ausatmung lass wieder los. Entspann Füße, Beine, dein Gesäß. Atme tief ein. Mit der Ausatmung zieh den Bauch nach innen. Halte die Spannung, atme hier weiter. Spür die Anspannung in den Bauchmuskeln. Lass hier wieder los. Atme tief in Bauch und Brustraum ein. Mache jetzt mit beiden Händen Fäuste. Mit der nächsten Einatmung spann deine Hände fest an, spann die Arme ein. Atme ein, weite deinen Brustkorb ganz weit, spann deine Schultern an, deinen Nackenbereich spann an, deine Gesichtsmuskeln spann an. Spür die Anspannung. Und ausatmen, löse wieder auf. Entspann Hände, Arme, Gesicht, den ganzen Nacken, lass los. Und nun spann nochmal deinen ganzen Körper an. Von den Zehen bis zum Kopf nochmal alles anspannen, fest anspannen, anspannen, anspannen. Und dann mit der Ausatmung lass los. Die Füße auseinandersinken, die Arme weg vom Körper, Handflächen nach oben ausgerichtet. Und lass mit jeder Ausatmung den ganzen Körper ein Stückchen schwerer in die Matte sinken. Alle Muskeln wunderbar entspannt. Genieß die Entspannung im ganzen Körper.
Führe jetzt langsam die linke Hand am Boden entlang über deinen Kopf und dreh dich auf die linke Seite. Leg deinen Kopf auf deinem Oberarm ab. Das rechte Bein liegt auf dem linken Bein. Die rechte Handfläche liegt auf dem rechten Oberschenkel. Der ganze Körper ist entspannt. Dein gesamtes Gewicht fließt nach unten über die ganze linke Körperseite zum Boden hinab. Und hier komme langsam, achtsam, gerne mit geschlossenen Augen, wenn es möglich ist, zum Stehen. Spüre die Veränderungen im Körper. Dein Atem fließt tief. Spüre den Herzschlag, den Puls. Wir rezitieren hier ein Om. Atme tief ein. Spüre, wie dein ganzer Körper vibriert. Nun lehne dich langsam nach vorne. Spüre das Gewicht des Körpers auf deinen Zehenballen. Bleibe ganz konzentriert und bewusst. Lehne dich langsam nach hinten auf die Fersen. Spüre das Gewicht auf deinen Fersen. Komme wieder zurück zur Mitte. Von hier lehne dich nach rechts. Spüre das Gewicht des Körpers auf der rechten Kante deines rechten Fußes. Spüre die lineare Bewusstheit. Lehne dich nach links. Spüre das Gewicht des Körpers auf der linken Kante des linken Fußes. Auch hier spüre die lineare Bewusstheit. Komme zurück zur Mitte. Dein ganzer Körper zentriert. Das Gewicht deines Körpers ganz gleichmäßig auf deinen Fußsohlen verteilt. Lass die Schultern fallen. Die Arme hängen locker nach unten. Spüre deinen ganzen Körper. Gehen weiter in eine Bewegung, die ganz langsam ausgeführt wird. Hebe langsam den rechten Arm über die Seite nach oben. Wirklich ganz langsam in Zeitlupe, rhythmisch. Hebe den Arm bis zu einem Winkel von 30 Grad. Beweg den Arm mit vollem Bewusstsein. Weiter bis zu einem Winkel von 45 Grad. Beobachte die Veränderungen, die du im Körper spüren kannst. Komm weiter nach oben zu einem Winkel von 60 Grad. Spüre die Belebung. Dein Gesicht ist entspannt. Wander weiter zu 90 Grad. Wenn du die Waagrechte erreicht hast, drehe die Handfläche vom Handgelenk aus nach oben.
lass den Arm ganz rhythmisch weiter nach oben gleiten. Die ganze Konzentration im rechten Arm. Spür die Reize in der Schultermuskulatur. Weiter nach oben, 120 Grad. Weiter nach oben, 150. Spüre, wie dein Blut den Arm hinabfließt. Spüre die Nervenimpulse. Wenn der Arm eine vertikale Position erreicht hat, strecke ihn bis in die Fingerspitzen ganz lang aus. Die ganze rechte Körperseite gestreckt. Gesicht entspannt. Von hier fange an, dich langsam nach links zu beugen. Die linke Handfläche gleitet den linken Oberschenkel hinab. Beobachte die Veränderung, die im Körper stattfindet. Richte dich langsam wieder auf. Spüre die Nervenimpulse im ganzen Körper und senke auf gleichem Wege den Arm wieder langsam, kontrolliert ab. Spüre die Schwere deines Armes. Bleibe bei der rhythmischen und langsamen Bewegung. Der Arm die horizontale Position erreicht hat, dreht deine Handfläche wieder nach unten. Lass den Arm ganz langsam nach unten sinken. 45 Grad. Spür das Prickeln in deinen Fingerspitzen. Lass ihn ganz nach unten sinken. Gehe geistig durch die ganze rechte Körperseite. Vielleicht kannst du ein Prickeln, ein Strömen von Prana-Energie der ganzen rechten Körperseite wahrnehmen. Wir gehen zur linken Seite. Hebe ganz langsam, achtsam den linken Arm nach oben bis zu einem Winkel von 30 Grad. Bleibe mit der ganzen Bewusstheit im linken Arm. Weiter bis zu einem Winkel von 45 Grad. Beobachte die Veränderungen, die du im Körper spüren kannst. Wander weiter, ein Winkel von 60 Grad. Spür die Belebung im linken Arm. Dein Gesicht entspannt. Genieß die Bewegung, ganz langsam, achtsam. Wenn du 90 Grad erreicht hast, dreh die Handfläche wieder nach oben. Lass den Arm langsam weiter nach oben gleiten. 120 Grad. Konzentriere dich auf deinen linken Arm. Spüre die Reize bis in deine Schultermuskulatur. 150 Grad. Wandere weiter nach oben. Spür, wie das Blut den Arm hinabfließt. Spür die Nervenimpulse. Wenn der Arm eine vertikale Position erreicht hat, strecke ihn bis in die Fingerspitzen aus. Die gesamte linke Seite des Körpers ist gestreckt. Lächel. Und fang von hier aus an, dich langsam nach links, rechts zu beugen.
nach rechts zu beugen. Die linke Handfläche gleitet in die rechte Handfläche gleitet den rechten Oberschenkel hinab. Beobachte die Veränderungen, die im Körper stattfinden. Jetzt richte dich langsam wieder auf. Spür die Nervenimpulse im ganzen Körper. Und senke den linken Arm auf dem gleichen Weg wieder nach unten. 135 Grad. Dreh die Handfläche wieder nach unten. 60 Grad. 45. 30. 30. Unten angekommen. Spür die ganze linke Körperseite. Ganze linke Körperseite mit Energie Prana aufgeladen. Beide Körperseiten aufgeladen mit Prana energetisiert. Lege dich langsam wieder auf eine Seite auf den Boden. Dein Kopf auf dem Oberarm abgelegt. Deine Beine übereinander. Spüre das Gefühl wieder der linearen Bewusstheit. Entspann in Shavasana. Beobachte die Bewegung im Bauchraum, die dein Atem verursacht. Sei nur der Beobachter. Spüre, wie sich der Bauch nach oben und nach unten bewegt. Atme gleichmäßig. Lass den Atem fließen. Beobachte die Bewegung für einige Runden. Ich atme tief ein. Erlaube meinem Körper, sich zu entspannen. Mein ganzer Körper kommt zur Ruhe. Ich atme tief ein, erlaube meinem Körper, sich zu entspannen. Mein ganzer Körper kommt zur Ruhe. Spüre, wie mit jeder Einatmung sich dein Bauch nach oben hebt. Mit jeder Ausatmung fällt der Bauch nach innen ein. Beobachte diesen Vorgang. Einatmend hebt sich die Bauchdecke. Ausatmend senkt sich die Bauchdecke. Spüre den Atem an deinen Nasenflügeln. Spüre, wenn du einatmest, die Energie in deinem ganzen Körper. Und während du ausatmest, lass alle Spannungen vom Körper
und geistlos. Mein ganzer Körper kommt zur Ruhe. Ganz langsam stell dich auf Bewegung ein und setze dich langsam achtsam auf. Komm in den Langsitz, die Beine sind gestreckt, die Hände hinter dir auf der Matte. Die Füße fallen entspannt auseinander. Leg den Kopf ganz entspannt auf deine Schultern. Spanne hier in Siddhila Dandasana. Ein paar tiefe, bewusste Atemzüge. Lass nochmal ganz los. Von hier langsam in den Fersensitz. Gerne auch mit einem Kissen zwischen deinen Beinen, wenn das für dich angenehmer ist. Halte die Handflächen auf deinen Oberschenkeln. Beobachte deinen Körper. Gesicht entspannt. Die Schultern entspannt. Gib beide Hände nun hinter deinen Rücken und halte dein rechtes Handgelenk mit der linken Hand hinter dem Rücken. Wölbe den Rücken leicht nach hinten, öffne dich. Schulterblätter ziehen nach hinten, werde weit. Und mit der Ausatmung komm aus der Hüfte heraus nach vorne und töne dabei ein M mit der Ausatmung. Einatmen, komm langsam wieder nach oben in den Fersensitz. Löse deine Hände. Komm in den Kniestand und gib deine Handflächen an den unteren Rücken, um hier ein wenig Stütze zu haben. Finger zeigen
nach unten. Wir gehen in ein halbes Kamel und tönen dabei ein A. Schau, dass der Rücken lang bleibt. Deine Sitzbeinhöcker nach unten ziehen, dein Becken mehr nach vorne schiebt. Du dich im Oberkörper öffnest und hier töne ein A. A. Spür die Schwingung, die Impulse in deinem Körper, dein Herzschlag. Und komme langsam zurück in den Fersensitz. Vielleicht kannst du eine Veränderung wahrnehmen. Und komme von hier zurück in eine sitzende Position mit gestreckten Beinen. Und von hier gleite auf deinen Rücken. In Shavasana angekommen, beobachte deinen Atem an deinen Nasenflügeln, wie er in deinen Körper einströmt, den ganzen Körper mit Prana energetisiert. Wenn deine Atmung ganz gleichmäßig ist, bring deine ganze Aufmerksamkeit zu den Zehen. Wiederhole im Geiste: Ich entspanne alle meine Zehen, alle meine Zehen ganz entspannt. Ich entspanne meine Füße, beide Füße ganz entspannt. Ich entspanne meine Beine, beide Beine ganz entspannt. Fußgelenke, Waden, Kniegelenke, Oberschenkeln, beide Beine vollkommen entspannt. Atme ein. Und mit der Ausatmung töne ein A mit leiser Stimme. Spür die Vibration im unteren Teil deines Körpers. A. Bring die Aufmerksamkeit zum Bauch. Ich entspanne meine Bauchmuskeln. Meine Bauchmuskeln sind entspannt. Ich entspanne meine Brustmuskeln. Meine Brustmuskeln sind entspannt.
Ich entspanne meine Rückenmuskeln, unterer Rücken, mittlerer Rücken, oberer Rücken, der ganze Rücken entspannt. Ich entspanne meine Schultermuskeln, Schultermuskeln sind entspannt. Ich entspanne meine Arme, Oberarme, Unterarme, Hände, Handflächen, Finger, beide Arme ganz entspannt. Mein Nacken ist entspannt. Der ganze Mittelteil meines Körpers vollkommen entspannt. Atme ein und auf die Ausatmung töne ein U. Spüre die Vibration im mittleren Teil deines Körpers. Geh mit der Aufmerksamkeit zu deinem Kopfbereich. Entspanne Kinn, den ganzen Kiefer, Lippen, Wangen, Schläfen, Nase, die Augen, die Augenlider, Stirn, die Seiten deines Kopfes, die Schädeldecke, der Hinterkopf, der ganze Kopfraum ist entspannt. Atme ein und auf die Ausatmung töne ein M. Spür die Vibration im Kopfraum. Dein ganzer Körper entspannt. Dein ganzer Körper völlig entspannt. Entspanne deinen Geist. Dein ganzer Geist entspannt. Mit jedem Atemzug entspannter, gelöster Körper und Geist, völlig entspannt, ruhig und friedlich. Keine Gedanken der äußeren Welt stören dich.
komme wieder zu deinem Körper zurück, beweg die Finger, beweg die Zehen, recke, strecke dich. Komm langsam in deine Art und Weise nach oben oder bleib einfach zu Hause noch eine Weile liegen. Schließen mit deinem kleinen Mantra ab. Om Sarvi Bhavantu Sukhina Sarvi Santu Niramayaha Sarvi Bhadrani Paschantu Makkashituka Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Mögen alle glücklich sein, mögen alle gesund sein, mögen alle Gutes erfahren und möge niemand leiden. Om Frieden, Frieden, Frieden.